So, meine Lieben, heute heißt die Datei Kleine Fixes an Unterfurtkreuz, nix beißt sich mehr. Nee, doch, genau, so heißt es. Und zwar an dieser Stelle hier beißt es sich andauernd. Dieser ICE, der gerade aus dem Depot rausfährt, in der Mitte des Bildschirms, der musste zurück ins Depot geschickt werden, weil sich das sonst gebissen hätte. Und dann fährt gar nichts mehr. Und deswegen werden wir ab hier schon mal eine bestimmte Strecke rausführen. So, die dann weiter geradeaus geht und die eigentliche Geradeausspur, die biegt nur nach links ab. Werden wir jetzt sehen, genau, da die Verbindung fehlt jetzt. So, sodass dann die Geradeausfahrer schon mal wegdüsen können. So, und da habe ich jetzt hingesetzt ein Einfahrtsignal und ein Ausfahrtsignal. Das heißt, der Zug kann nur dann nach links abbiegen und die Kreuzung dicht machen in der Mitte des Bildschirms, wenn der oben auch Platz machen kann. Also, genau, werden wir uns gleich noch ein bisschen angucken. Da wird auf jeden Fall jetzt vermieden, dass da ein Zug mit dem Arsch immer noch auf der Kreuzung steht, sodass dann gar nichts mehr läuft. So, dafür sind auch Einfahrt- und Ausfahrtsignale gut. So, aber so sollte es jetzt, glaube ich, erstmal laufen, ne? Schön Signale hinmachen natürlich. Jetzt sollte sich ab sofort nichts mehr beißen in Zukunft. Genau, da kommt der erste Linksabbieger. Der muss jetzt halten und wenn jetzt ein ICE einfach hinterhergefahren wäre, würde der da unten die Kreuzung schon wieder dicht machen und von da aus kommt dann keiner mehr durch. So, hier zwischenzeitlich alle Signale wegmachen. So, eine schöne eigene Linksabbiegerspur. So, das Ganze wieder mit 1,4-facher Geschwindigkeit, damit es nicht zu lange dauert. Und dann gucken wir mal, also ich weiß nicht genau, was ich in dieser Folge damals noch alles gemacht habe. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal irgendwo anders hin, das weiß ich nicht mehr genau. Aber die Hauptsache ist jetzt schon mal, dass Kreuz Unterfurt nie wieder gestaut wird, aufgestaut wird. Ja. So, das konnte da auch noch mal weg. Genau, ich glaube, jetzt kommt noch eine andere Sache, die noch geändert werden musste. Erstmal das hier schon mal weg. Das braucht eh kein Mensch mehr. Boah, wir kommen dem aktuellen Weltstand immer näher, also wo die Welt jetzt gerade eigentlich spielt, im Jahr 4500, zocke ich gerade weiter. Diese ganzen Off-Folgen enden ja bei 356 oder 350 oder so. Genau, und ich sehe jetzt schon, wie der aktuelle Stand der Welt an allen Regionen nach und nach jetzt erreicht wird. So.
So, so läuft doch alles ganz gut. Schon wieder ein bisschen stauig gerade. Dieser Tunnel rechts ist ein bisschen überlastet, glaube ich. Da war gerade übrigens der Nervi-Zug wieder, die 146 mit IC2 meine ich. Das ist der einzige IC2 auf der ganzen Strecke hier, wo nur ICEs eigentlich fahren. Ja, das Kreuz bleibt jetzt frei, offensichtlich. Also hat das alles funktioniert, was wir wollten. Boah, das ist ja satisfying, wie die alle hier abbiegen können. Außer, dass die Regionalbahn gerade alles ausgebremst hat unten. Deswegen haben die jetzt noch ein bisschen eine längere Chance zum Überholen, die ICEs. So. So, da kommen jetzt noch Signale weg, damit die nicht einfach dicht drauf fahren und das Kreuz wieder verstopfen. Das heißt, die fahren da jetzt einzeln mit ein bisschen Abstand nur über das Kreuz Unterfurt, die von rechts kommen und nach unten links wollen.
Oh, überholt er noch? Nee, das schafft er nicht mehr. Da links schlängelten sich gerade die Dostos durch die Gegend, um die Wette sozusagen. Und jetzt fließt hier, oh, es wird doch langsam wieder voll. Aber das Kreuz unter Furt arbeitet gut. So, und jetzt mal gucken, ob der ICE, habe ich das damals verfolgt, ob der dann links das schafft, den zu überholen? Nee, habe ich leider nicht begutachtet. Egal. Der ICE überholt. Gut. So, gut, also ich glaube, Kreuz unter Furt funktioniert jetzt sehr gut. Egal von welchen Richtungen, welcher Zug man kommt, es läuft. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Gottes Segen an alle Zuschauer, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Und dann gucken wir mal, was wir da zu tun haben. Genau, auf jeden Fall bis dahin, mach's gut und tschüssi.